Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Hallo, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, dass Bonnet ab 1.8. neue Preise aufgerufen hat. Das heißt, ihr müsst jetzt 48 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, auch wenn ihr dieses große 200 Kilowattstunden-Paket pro Monat bezahlt. Und ich wollte euch mal von einer Alternative erzählen, die sogar preiswerter ist als die EnBW-Ladekarte. Es handelt sich hierbei um die App von der Mannheimer Verkehrsverbund, die MVV eMotion. Wenn man da mal auf die Webseite schaut, dann ist tatsächlich so, dass die für 39 Cent an AC-Ladesäulen anbieten und an DC-Ladesäulen, also an Schnellladesäulen für 45 Cent. Und zwar an fast allen Ladesäulen, bis auf die, wie es unten steht, bei Ionity. Da muss man dann 79 Cent bezahlen. Aber immerhin hat man wirklich die Möglichkeit, bis 300 Kilowatt zu laden für 45 Cent. Ich habe jetzt mal die App aufgemacht und den Filter gesetzt auf Ladesäulen größer 150 kW. Und hier bei der Hannover Messe habe ich mal geguckt, ob es da in der Nähe eine Ladesäule gibt. Und da gab es eine Ladesäule bei der Aral bei Gut Kronsberg. Und wenn man das aufmacht und guckt nach den Preisen, da steht tatsächlich drin, 45 Cent pro Kilowattstunde und sogar keine Strafgebühr oder Parkiergebühr, wenn man länger stehen bleibt. Ich habe dann mal weitergeschaut, ob in anderen Ländern das auch noch möglich ist. Dann habe ich jetzt mal in Wien geguckt, in Österreich. Da sind zahlreiche Ladesäulen drin. Oder ich habe hier geguckt, in Verona, Italien, sind auch eine Menge Ladesäulen drin. Oder bei Nancy in Frankreich sind auch Ladesäulen drin. In Brüssel, Belgien sind Ladesäulen drin. Und sogar in Barcelona, Spanien sind Ladesäulen drin. Also wirklich eigentlich eine genauso gute Abdeckung wie mit der EnBW-Karte, nur eben preiswerter und ohne Parkiergebühr. Was haltet ihr davon? Ein Like von euch fände ich total super und über ein Abo wäre ich total dankbar. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer die neuesten Videos von mir. Und danke fürs Zuschauen. Ihr könnt euch gerne mal meine anderen Videos auf dem Kanal anschauen. Da gibt es hier eine Ladekurve bei minus 15 Grad oder eine Ladekurve bei plus 28 Grad. Auch sehr interessant. Oder mein Roadtrip an die Costa Brava. Hinwärts habe ich dann eine Übernachtung mit dazu gebucht. Und rückwärts habe ich mir gedacht, das kannst du mal versuchen, komplett durchzufahren, also in einem Tag. Dann habe ich hier in Hypermeile gemacht mit dem Tesla Model 3 Standard Plus, das normalerweise nur WLTP 448 Kilometer hat, aber ich habe 500 Kilometer geschafft. Oder hier ein Trip nach Husum. Schaut doch einfach meinem Kanal mal vorbei, da gibt es bestimmt ein paar interessante Videos für euch.